Hallöchen, ihr Lieben. Ja, ich bin mal wieder da. Ich habe meinen Kugelschreiber hier noch in der Hand. Mein Schweizer Kugelschreiber. Anderes Thema. ich wollte euch heute gerne mal was zeigen und was vorstellen. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ihr wisst ja, dass ich bei Paper Basics im Designteam bin und Petra freut sich immer, wenn wir Ideen haben, die sie umsetzen kann. Und Petra macht ja nun also von Paper Basics auch Stempel selber. Unter anderem macht sie auch für andere eben halt die Stempel. Das heißt, wenn einer von euch jetzt eine Idee hat und möchte seinen eigenen Stempel haben oder irgendwas drauf haben, kann man sich die selber bei ihr anfertigen. Das sind sogenannte Stempelplatten. Die gibt es in verschiedenen Größen, je nachdem, wie viel drauf ist. Ich zeige euch das mal eben. Das, was ich jetzt hier habe, ist eine 8x10 cm und die kostet dann 16,99 €. Gibt aber in ganz vielen verschiedenen Größen und dementsprechend auch die Preise dann halt, ne? Sie macht auch kleine. Ich kann mal eben hier so mal eben tup. Ne? Adressstempel oder auch Holzstempel und Stempelplatten. Und hat hier eben halt auch, also das ist der Bereich für, wenn ihr Ideen habt. So, und das sind ihre fertigen. Ich habe hier eine Idee gehabt zum Thema Bienen. Die Bienen, wir wollen ja nun nicht, dass die aussterben. Ich brauche meinen Honig und Äpfel wollen wir auch alle essen und andere Früchte und anderes Obst und Gemüse und bla bla bla. Von daher ist mir das Thema nun auch wichtig und ich hatte ihr ein paar Ideen geschrieben. Was man als Bild verwenden kann, beziehungsweise als Schrift, Wort, Wörter, Schrift, ja. Und dann hat sie mir was draus gebastelt, sie sich zu Hause hingesetzt und gewerkelt. Und ich habe jetzt das erste Exemplar davon hier in der Hand. Ihr seht im Moment noch nichts. Ich zeige euch das gleich. Die Platte hier ist unmontiert. Ich zerschnibbel die sowieso immer in Einzelteile und so sieht denn eine Stempelplatte aus. Wie gesagt, diese Stempelplatte ist jetzt 8x10. Ich habe übrigens schon einmal gestempelt und nicht vernünftig sauber gemacht. Ich bin ein Ferkel, ich weiß. Also meine Ideen waren dann eben halt eine Biene, einmal in Biene in Natura, sag ich jetzt mal, und eine lustige Biene. Dann haben wir einen Bienenstock mit kleinen Bienchen drumherum, ein paar Waben. Dann habe ich hier eine Blume und hier einen Honiglöffel. An Wörtern haben wir dann hier einmal Sum Sum, Be Happy, Lecker, Honigliebhaber, /Rin, Bienenkönigin, hier noch ein kleines Krönchen und Love Honey. Ja, gestempelt habe ich das Ganze auch schon mal. Wie immer, ich habe billig doppelseitig, so könnt ihr das ein bisschen sehen, doppelseitiges Klebeband genommen, nehme meine Stempelhilfe dazu und fertig ist. Ich weiß, ich habe auch EZ-Mount hier zu Hause, aber ich habe keinen Bock drauf. Und außerdem, ich finde, das klappt auch so wunderbar. Ich habe das schon mal abgestempelt. Ich habe nicht ganz sauber abgestempelt, gebe ich offen und ehrlich zu. Das sieht man hier oben an den Bienchen. Habe ich ein bisschen geschlurrt. Nicht genug drauf gedrückt. Ja, also so sieht das Ganze aus. Und ich zerschnippel mir das dann immer, dass ich dann hier den einzelnen Spruch habe oder nur die Biene habe und verwende das dann so. Ja, also falls ihr Ideen habt, könnt ihr sie anschreiben per E-Mail. Ich verlinke gerne den Shop und nochmal, wo man sowas kriegen kann.
Die hier ist aktuell noch nicht im Shop, so viel ich weiß. Vielleicht kommt sie ja heute. Wird allerdings in Shop mit aufgenommen und vielleicht will der ein oder andere ja auch mein Bienen. Was habe ich gesagt? ja, meine Bienenplatte haben. Würde mich natürlich freuen, wenn die auch jemand anderes haben möchte. Ja. Habe ich jetzt gar nicht geguckt, was so eine Platte denn kostet. Also, wenn die fertig ist, ich glaube. Mal gucken. Soll mal schnell gucken. Ich gucke mal schnell. Moment, Moment. Ja, ich hoffe, ihr habt alle ein paar schöne Tage gehabt. Ostertage. Ich habe natürlich wieder gearbeitet. Aber ja. Ist ja normal. So, Stempel, 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 Stempelgummis. Das ist falsch. Moment, Stempelplatten. Also, ich glaube, die ist ein bisschen größer. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Huch. Seht ihr auch, was ich spiele? Also 20 Euro kostet, glaube ich, eine so eine Platte. Also die könnt ihr käuflich auf jeden Fall erwerben. Ja. Wird die Tage, kommt die mit Sicherheit noch online. Jetzt sage ich erstmal noch einen schönen Tag und ich werde mich mal an meine Bienen ransetzen und tolle Sachen damit produzieren. Und die euch dann zeigen, wenn es denn soweit ist. In diesem Sinne, Däumchen, kleine Buchstabensuppe an mich. Ich freue mich. Ich gebe gerne Buchstabensuppe zurück. Und bis bald. Euer Elfchen.